Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden der Kreissparkasse Main. Nichts ist derzeit mehr wie gewohnt. Das neuartige Coronavirus sorgt rund um den Globus für Beunruhigung, Zurückhaltung und Stillstand, auch in unserer Region. Viele Menschen arbeiten hart in dieser unwirklichen Situation, damit es weitergeht. Dafür sind wir dankbar. Den Pflegekräften, den Ärzten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handel, den Lkw-Fahrern, den politisch Verantwortlichen, den vielen freiwilligen Helfern und allen weiteren, die gerade in diesen schwierigen Tagen enorm viel leisten. Diese Situation macht etwas mit uns, mit der Gesellschaft und mit jedem Einzelnen. Als Grundversorger ist es auch für uns in der Kreissparkasse wichtig, dass es für unsere Kunden weiterläuft. Die Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr sind gesichert. In unseren Filialen haben wir Schutzvorkehrungen getroffen und wir sind für Ihre Fragen da. Vorübergehend bevorzugt am Telefon. Der Sparkassen-Bargeldservice stellt sicher, dass gerade jetzt unsere älteren und nicht mobilen Mitbürger weiterhin zu Hause mit Bargeld versorgt werden. Das gehört sich so. An dieser Stelle mein ausdrücklicher Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreissparkasse Main, die mit ganz viel Herzblut und Engagement in dieser Ausnahmesituation anpacken. Aber wir sind auch an anderer Stelle gefordert. Die Corona-Krise wird auch wirtschaftlich ihre Spuren hinterlassen. Der Stillstand erreicht auch die Unternehmen im Kreis Main-Koblenz. Wenn jetzt Lieferketten teilweise unterbrochen sind, wenn Aufträge storniert werden und Umsätze wegfallen, wenn Geschäfte und Restaurants geschlossen sind und Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen, dann kann das die Unternehmen, Freiberufler, Gewerbetreibenden und Handwerker in unserer Region in eine schwierige Situation bringen. Es geht hier auch um viele Arbeitsplätze. Unsere mittelständischen Betriebe müssen geschützt werden. Deshalb begrüßen wir die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft ausdrücklich, damit Liquiditätsengpässe gemildert und die Zukunftsfähigkeit gesichert werden kann. Hier bei uns sind über 60% der Betriebe und Freiberufler Kunden der Kreissparkasse Main. Wir haben langjährige Erfahrung mit Förderprogrammen und kennen auch die aktuellen Corona-Hilfen der KfW und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Wir unterstützen bei der Beantragung der Hilfen und stehen als Kreissparkasse auch mit einem hauseigenen Sonderkreditprogramm und flexiblen Lösungen bereit. Bitte sprechen Sie mit unseren Firmenkundenberatern. Momentan bevorzugt telefonisch oder per Videokonferenz. Ich versichere Ihnen, die Kreissparkasse Main ist vorbereitet. Wir werden alles uns Mögliche unternehmen, um Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, in der aktuellen Lage zur Seite zu stehen und für Sie da zu sein. Während wir das derzeit bevorzugt telefonisch tun, freue ich mich gemeinsam mit meinen 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder auf die vielen persönlichen Begegnungen mit Ihnen nach Corona. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund. Ihr Karl-Josef Esch.